Willkommen zurück, ihr Lieben, bei Krona, ja, wo wir das letzte Mal hier in dieser wunderbaren Holzfällerhütte eine kurze Pause gemacht haben. Ich glaube auch, dass wir hier alles gefunden haben und deswegen lasst uns mal weitergehen. Ich mache das irre, dass diese Türen immer nach innen aufgehen. Aber gut, soll so sein. Wir steigen weiter in unser Auto. Weil das ist ja nur so ein Schlafplatz hier. Wenn wir nämlich auf unsere Karte gucken, sind wir jetzt genau hier. Wir fahren jetzt ein bisschen weiter geradeaus und dann müsste links eine Abzweige kommen zu einem Haus. Und das schauen wir uns dann näher an. Ihr wisst ja, Fahrten, je nachdem wie lange sie dauert, schneide ich ein bisschen. Aber das sah jetzt eigentlich nicht so weit aus. Nur, dass ich die Abfahrt nicht verpasse. Die vorhin hätte ich fast versäumt. Aber das scheint hier entlang zu gehen. So. So, bevor wir jetzt halt hier gegen den Holzstapel knallen, mal schön schnell bremsen. So, ist das die nächste Holzfällerhütte, wenn wir jetzt auf die Karte schauen? Das ist tatsächlich... Wird als ganzes Haus angezeigt. Naja. Das ist sehr... Bruchbodenstimmung. Schauen wir mal. Ah ja, dafür hatte ich jetzt den Schlüssel, dass Welcome to Alibaba's Cave, Lumberjack Edition. Surely Carl would find something worth his time in here. Ja, ja. Also, Schlüssel haben wir... im Haus vorher gefunden. Das wäre zu schwer zu mitnehmen. Ja, das denke ich auch. Aber wir haben hier Leuchtkugeln. Leuchtkugeln. Eisenbahn. Mir wäre jetzt aber noch keine Werkbank irgendwie über den Weg gelaufen, wo ich irgendwie was hätte bauen können. So. Ah, ein Schlüssel. Waldhüttenschlüssel. Und ein Magnet. Okay. 10 Polaroids, das finde ich gut, weil die sind nämlich echt am Ausgehen. Nachricht an Paul und Jean-Pierre. Vergesst bitte nicht, den Schlüssel für die Hütte zurückzubringen, wenn ihr ihn benutzt. Vielen Dank. Euer Betreuer. PS, der nächste Bus nach Shibogamo fährt am 12. Oktober und dann wieder 2 Wochen später. Shibogamo. Okay, also ich habe jetzt auf alle Fälle einen Hüttenschlüssel. Das könnte jetzt der Schlüssel für die nächste Hütte sein. Was ich sehr praktisch finde. Sehr schön. So, Tür, die nach innen aufgeht. Oh, was nervt es mich. Weil ich die aber auch immer wieder zumachen möchte. So, weil man macht hinter sich einfach die Tür zu. Na ja, gut. Dann fahren wir mal weiter. So, jetzt einfach mal geschmeidig den Rückwärtsgang einlegen. Hoffen, dass man irgendwo dagegen fährt. Nur ein bisschen Gestrüpp mitnimmt. So. Das war für meine Verhältnisse sogar relativ elegant. So, hier haben wir natürlich überall Holzfällergebiet. Da muss ich eigentlich darauf achten, ob mir der Sprit ausgeht oder sagt mir das Spiel liebenswerterweise. Räuchert irgendwas vor sich hin. Was ist das? Ein Pfeil? Someone had been playing with a crossbow here. A very dangerous game. A bolt could hit someone's tire or their eye. It could even kill someone if the aim was right. Ach ja, da haben wir wieder diese Spur. Frage ist jetzt nur, geht's? Wir gucken uns jetzt erstmal diese Hütte an, bevor wir auf irgendeine Spurensuche gehen.
Without a single window to brighten things up, the inside of the cabin was almost pitch black. Ja, aber dafür haben wir ja unser Taschenlämpchen. Beware of close encounters of knee and furniture. Erste Hilfe, immer sehr gut. So, hier gibt's allerhand zu entdecken. Aber unser Inventar ist auch sehr voll. Kein Mangel an Lebensmitteln. Nee, hatten die hier wirklich nicht. Die waren gut versorgt. Ein Koffer mit sauberen Kleidern. Was war das? Diese Everything was set up for a well-deserved snack. It seemed like the place hadn't been empty for long, but without knowing exactly why, Carl had the feeling no one was coming back anytime soon. Ja. Feuer machen. Könnten wir eigentlich fast mal tun. Ein Holz können wir ja wieder mitnehmen. So. Ach ja, guckt. Klebeband. Okay. Solitaire. A card game only hermits can truly enjoy. Carl felt depressed at the thought of playing this. Und 5 Zigaretten plus. Okay. Naja, dann schauen wir mal nach den Spuren hier. Ich habe so das Gefühl, wenn ich jetzt die Kamera nehme, dass die da lang gehen. Dass die nicht da lang gehen. Okay. Sondern lang gehen vielleicht? Okay, hier auch nichts. Okay, dann vielleicht in die andere Richtung, ne? Hier ist auch nichts. Naja, gut, dann doch hier durch. So, wir haben aber auf alle Fälle noch Bier und Steak. Dieses Steak müssen wir uns aber vielleicht auch mal irgendwie zubereiten. So, werde ich hier irgendetwas finden? Nichts. Einfach nur nichts. Wende gerade einfach Polaroids. Na gut. Aber was mache ich jetzt mit dem Pfeil?
kann ich auch mit Pfeil und Bogen. Das würde ich doch sehr begrüßen. Ich mache jetzt ein letztes Bild, weil ich einfach wissen muss, wohin. Sehr, sehr seltsam, als ob es noch da wäre. Na gut, aber... It was so cold. Already ja, Carl ja, ja, did ja, not feel his toes anymore. Ich möchte nicht erfrieren. Aber es ist schön, dass der Erzähler einen darauf hinweist. Sobald man zu lang draußen rumspringt. Also kurz aufwärmen. Das Feuer müsste ja noch an sein. Und dann werden wir einfach mal schauen, was wir als nächstes auftun können und finden. Wieder aufgewärmt. Weiter geht's. Kurzer Blick auf die Karte. Ja, wir könnten links fahren am Gemischtwarenladen vorbei. Links ab und uns anschauen, was es hier gibt. Da sind wir auf der Herfahrt schon beigefahren. Steht ein doch beachtlich. Oh, da ist wieder so ein Pfeil. Haus der Familie Lachance. Okay. The crossbow bolts had the same origin. Carl was sure of it. Who was it? And more importantly, what was being hunted like this? Naja, das Eismonster. Würde ich persönlich ja jetzt behaupten wollen. Oh Gott, oh Gott. The air was freezing, right down to the bone. Okay, stellen wir uns mal darauf ein, dass wir jetzt wieder so eine Sequenz haben werden, die in dieser anderen komischen Dimension stattfindet.
Da hat jemand ein Puzzle beendet. Looks like the holes in that puzzle are there to stay. Natürlich ist auch hier die Leitung tot, deswegen wäre das jetzt albern, das auszuprobieren. The pot was cold, and the stew inside wasn't cooked. It's likely that poor Giselle was slow cooking it before she got snapped. Und überall nur rohes Steak. Nicht, dass ich mich über Steak beschweren würde, aber so. The otherworldly ice had struck again. The woman's hopes and dreams were frozen in eternity. Na, dann gehen wir mal der Hand hinterher. Ob das so schlau ist, weiß ich zwar nicht, aber... Ah ja, ein Safe. Was hidden under the stairs. Kommen wir aber jetzt, glaube ich, in dem Zustand nicht dran. Die Häuser hier sind alle sehr ähnlich aufgebaut, habe ich den Eindruck. Gleicher Architekt. The man grabbed his rifle. Carl felt a sense of dread in him. Okay. Es gibt, hier gibt es nichts Interessantes. Huch. Rahmen umdrehen. Bertrand Lachance, 1948. Okay. Perhaps their spousal relationship had been cooling down lately. It seemed like secrecy was commonplace in this house. Okay, sie hat auch ein Geheimversteck. Hier im Badezimmerboden. Giselles Tagebuch. Eisige Beziehung freigeschaltet. A reality in which Giselle, Jill's loving spouse, was motionless, frozen in ice. Okay. Okay, als ich zum ersten Mal mit Jill ausging, hatte meine Mutter noch gemeint, dass er nicht gerade die hellste Kerze am Weihnachtsbaum sei. Und je mehr Zeit vergeht, desto bewusster wird mir, wie recht sie doch hatte. Man sollte immer auf die eigene Mutter hören. Diese Erpressungsgeschichte ist das perfekte Beispiel. Jill ist wie ein kleiner Hund. Er glaubt, er sei größer, als er in Wahrheit ist. Er knurrt herum und denkt, er könne den Leuten Angst machen. Aber jeder weiß, dass man ihn mit einem einfachen Tritt aus dem Weg räumen kann. Er glaubt doch tatsächlich, dass er Hamilton erpressen könnte. Den Big Boss höchstpersönlich. Nur an dem Tag, an dem die Hölle zufriert, könnte mein armer Giles so etwas wirklich über die Bühne bringen. Schließlich ist Hamilton ein reicher, gebildeter und einflussreicher Mann. Das mit der Erpressung ist einfach eine ganz dumme Idee. Denn mal ehrlich, die Sache ist mehrere Nummern zu groß für Giles. Er weiß ja nicht einmal, wie er sie praktisch umsetzen soll. Ich glaube auch gar nicht, dass er sie je umsetzen wird. Er spuckt einfach nur große Töne in unserer Küche. Er sagt, dass er es tatsächlich durchziehen wird, aber die Sache ist doch die. Für eine erfolgreiche Erpressung muss man unglaublich schlau und gerissen sein. Und Giles ist nichts davon. Er ist ein unfähiger Langweiler und wird das auch immer bleiben. Ich sehe mir immer wieder den Safe an, den er hinter der falschen Wand aufgestellt hat und dem er die ganzen kompromittierenden Dokumente aufbewahrt, die er gegen Hamilton einsetzen will. Und ich kann es einfach nicht fassen, wie lächerlich sich das die ganze Geschichte anhört. Okay. So, er hat also versucht, Hamilton zu erpressen. Offensichtlich wollten sie das ganze Haus nur streichen.
So, ich habe keine Flasche, beziehungsweise unser Inventar ist voll. Ja, man könnte auch einfach das Licht einschalten. So, die Kisten sprechen dafür, dass der Umzug nicht lange her ist. Ach, unser Inventar ist voll. So, ein Mist. Ich lasse das jetzt mal offen, vielleicht brauche ich es ja nachher noch. Da war das Tagebuch drin, das wir gerade gelesen haben. Jetzt werfen wir mal noch einen Blick auf den Safe. Hinter der Wand. So, also hier sollte gestrichen werden. So. The General Store, along with several more infrastructures in the area, had been acquired by wealthy industrialist William J. Hamilton. Okay. Perhaps the village should be rechristened Hamiltown. Also, der von Bertrand Lachance vor 20 Jahren eröffnete Gemischtwarenladen, besser bekannt als Chez Lachance, zählt zu den wichtigsten wirtschaftlichen Stützen von Monastin. Allerdings ließen die Geschäfte nach dem Tod des Gründers nach. Chez Lachance, der Erbe des altehrwürdigen Ladens, hatte keine andere Wahl, als alles an William Hamilton zu verkaufen. Den reichen und berühmten Geschäftsmann, der im vergangenen Jahr für große Diskussionen in der Region gesorgt hatte, als er die Neueröffnung und den Ausbau seiner Kupfermine bekannt gegeben hatte. Bis auf Weiteres wird sich aber im Gemischtwarenladen trotz des Besitzerwechsels nichts ändern. Gilles Lachance wird weiterhin an der Kasse stehen. Okay, also das ist natürlich eine unschöne Situation. Ah, moving. What a pleasant activity. Oh, ich hasse Umziehen. Of course, you'll find the record player only to find the records weeks later in some random box. So, und da haben wir einen Safe. Carl had seen that kind of safe before. With its double-layered security system blending letters and numbers, its code couldn't be broken by the common burglar. Okay. Ich glaube tatsächlich, nein, dass wir im Inventar zumindest den Zahlencode schon mal haben. Wo ist denn diese... Okay, also ich glaube nicht, dass es hier ist. Vielleicht ist es da. Nein, auch da nicht. Ausrüstung, Notizbuch, Dokumente. So. Okay, das sind jetzt quasi die Biografien. Da sind meine Bilder. So, wir haben den Fall von Vandalismus immer noch, den Mord, die junge Frau, die Pfeile. Im Dorf findet eine sonderbare Jagd statt. Die Armbrustbolzen, die davon herrühren, sind sehr seltsam. Sie scheinen zu glühen, als ob in ihnen ein Feuer lodern würde. Dieses Feuer breitet sich aber nicht aus. Wie ist das nur möglich? Beim Haus der Familie Lachance, im Holz auf einem Anhänger steckend in der Nähe einer Hütte. Okay, da landen dann unsere Bilder. Ich habe ein Tagebuch gefunden, in dem von einer Jagd berichtet wird. Jemand hat versucht, ein Biest aufzuhalten. Ich verstehe zwar nicht alles, aber immerhin komme ich mir nicht mehr so einsam vor. So, von der jungen Frau haben wir irgendwie noch nicht wirklich wieder viel gefunden. Der Mord an Hamilton. Ja, also wir haben irgendwie überall so ein bisschen anfangs, ja, Hinweise und so Bröckchen, aber noch nicht wirklich, Stichhaltiges. Okay, ein eisiges Geheimnis 1 und 2 haben wir immerhin schon. Also. Aber wo ist denn jetzt dieser Zahlencode hin, den ich vorhin in der Hand hatte? Das ist ja... Hier, die Kette. 739. Nur die Buchstaben fehlen halt. Das könnte ich mir jetzt halt vorstellen, dass das da dazu gehört. Oder ich täusche mich jetzt total und es hat eher was hiermit zu tun.
mess. Clearly, there was some major revamping work underway here. The place looked barely habitable. Beautiful portrait of Gilles and Giselle, bound together by the chains of conventional love. So, eine Kiste voller Liebesromane. Und hier liegen Polaroids, das finde ich wiederum gut. A nice white coating would restore the room to its charm of olden days. Und da hängt ein Kreuz, das man näher anschaut. The cross looked after a marriage's well-being and served as a motivator to uphold the priest's sermons calling for more little worshippers. Ja, on von one hand, wegen. And cautioning against guilty pleasures on the other. Indeed, the Lachances were still part of the God-fearing generation. A nice white coating would restore the room to its charm of olden days. So, da sollte wohl ein neuer Anstrich her. Many boxes scattered about. Carl didn't need to summon his detective training to quickly figure that the Lachances had just moved in. Many boxes scattered about. Carl didn't need to summon his detective training to quickly figure that the Lachances had just moved in. So, und hier haben wir noch eine Uhr, die wir uns noch nicht angeschaut haben. Ob es hier auch Uhren gibt, die funktionieren? Die sind alle irgendwie stehen geblieben. So. Okay, ihr Lieben, dann würde ich sagen, machen wir für diese Folge Schluss und schauen uns in der nächsten Folge an, ob wir den Geheimnissen hier in Kanada auf die Spur kommen können. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.